Ich muss ja zugeben, also das ist ja auch so ein quasi ein Vorurteil. Viele denken immer, oh, wir Kabarettisten, Komiker, wir haben alles im Griff, wir wissen alles, wir sind super, wir sind. Nee. Nee. Also ich muss Ihnen, ich bin jetzt mal ehrlich, ich sitze ganz häufig zu Hause und denke mir, och. Ja, oder Mümpf. Mümpf passiert bei mir sehr häufig. Ich habe eigentlich sehr viel, keine Ahnung. Ich sitze dann da und es macht so, wie so in Wild-West-Filmen, in der Prärie, da macht es einfach nur so. Und dann rollt dieses Tumbleweed durch meinen Kopf. Oder wie so ein Glas Wasser, wir sind so ein Tropfen Wasser rein, das so. Und das ist es. Das ist im Grunde genommen mein Geisteszustand. Und dann sitze ich da und denke mir auch, boah. Ja, weil ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, was ist meine Welt? Was ist meine Welt? Ist meine Welt Familie, Freunde, Hobbys? Ist meine Welt Nachrichten, Facebook, das Werbeblättchen da in der Tageszeitung? Weiß ich nicht mehr. Ist meine Welt die Arbeit oder das Wochenende? Oder irgendwas dazwischen? Oder Saufen? Ich weiß ja nicht mehr. Was ist meine Welt? Ich habe immer das Gefühl, ich bin für alles verantwortlich. Das weiß ich. Ich bin für alles verantwortlich. Ich habe jeden Morgen das Gefühl, ich muss mir entscheiden, ob ich jetzt für die Bombardierung Syriens bin oder für die Abschaffung von To-Go-Bechern. Dazwischen bewege ich mich. Häufig bin ich für die Bombardierung von To-Go-Bechern. Oft treffen sie damit auch die Richtigen. Aber jenseits davon weiß ich echt, ich weiß es. Ich weiß ja nur, ich habe auch so nach und nach immer mehr einen an der Klatsche. Neulich saß ich im Auto im Stau und da hatte ich eine Saftflasche zwischen den Beinen im Sitzen und dann habe ich Eurofighter gespielt. Machen Sie das auch manchmal? Ja, ne? Kennen Sie das? Man sitzt da und ich mache so. Und ich drücke dann manchmal oben auf den Verschluss und dann imaginär schieße ich so zwei Sidewinder-Missiles auf das Arschloch vor mir. Ja, und ich mache auch immer die Geräusche. Ne? Ich sitze da. Irgendwann sagte meine Tochter von hinten, sag mal, Papa, was machst du da? Ich habe mich zu Tode erschrocken. Ich wusste, eigentlich sollte ich die, ja, ich sollte die in die Schule bringen. Das hatte ich aber vergessen. Ja, seit 8 Stunden und ich so, boah, was, und dann musste ich dir das ja erstmal erklären und da ist mir das erst aufgefallen, was für ein Schwachsinn ich da gemacht habe. Eurofighter können ja gar nicht fliegen, das musste der ja dann wegen der Maroden, ja, das ist ja so und das begreift die ja nicht, das ist. Mein Therapeut hat auch einen anderen Klatsch. Mein Therapeut hat, letztens war ich da, da fing der an zu heulen. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Wirklich war der fing an zu heulen. Ich habe gesagt, ja, dann erzähl halt, ne? Und dann habe ich mir erst 2 Stunden, und dann habe ich bezahlt und gesagt, wow, also weil ich dachte, komm, bezahl's halt trotzdem. Dann ist seine Welt wenigstens in Ordnung. Ich weiß nicht. Ja, weil man muss ja sagen, grundgesetzlich geht's uns ja eigentlich gut. Ja, also von der Verfassung her ist es. Ja, aber das kannst du ja nicht sagen. Gerade wenn ich das als Kabarettist sage, nach dem Motto, eigentlich ist alles gut, dann schreibt irgendein Hater auf YouTube oder Facebook wieder, du linksversiffter Systemclown. Steht dann da immer, du linksversiffter Systemclown. Und dann sage ich, okay, dann bin ich halt dagegen, dann bin ich halt ein Anti-Systemclown. Also finde ich alles scheiße, so wie alle ist immer scheiße. Also finde ich alles scheiße. Aber ich weiß gar nicht, was ich alles scheiße finden soll, weil ich habe ja keine Ahnung. Also ich habe ja kein Ziel, ich bin ja ein Revoluzzer ohne Revolution. Was habe ich denn für ein Ziel? Wer hat denn noch ein Ziel? Klar, Putin hat ein Ziel. Assad hat ein Ziel. Zivilbevölkerung ist ein Ziel. Erdogan hat ein Ziel. Was ist das Ziel von Merkel? Weiß man nicht. Spahn? Schwierig. Söder? Söder ist klar. Söder hat ein ganz klares Ziel. Es hat was mit ihm zu tun. Also sich. Also er als Person ist sein. Also Söders Ziel ist Söder. Er möchte uns södern. Wenn Sie fertig besödert sind, sagt Söder, ausgesödert. Ja, und dann södert er weiter ins nächste Land. Ja, das weiß man. Aber ansonsten, wisst ihr, was ich eigentlich will? Eigentlich will ich ja nur zu Hause ein bisschen rumsitzen. Ich will da rumsitzen, was zu essen haben, was zu trinken haben. Wenn es warm ist, will ich ins Schwimmbad. Wenn es kalt ist, will ich am Weihnachtsmarkt. Wisst ihr, ich will keinen Krieg, keine Gewalt und keine Kreuze. Das ist mir wichtig. Ich will in Amtsstuben keine Kreuze. Das ist, ja, will ich nicht. Haben da nichts zu suchen. Wir leben in einem säkularisierten Staat. Da hat ein Kreuz nichts zu suchen. Fertig. Und manchmal will ich dann da auch einfach nur sitzen und dann will ich diesen Wind in meinem Kopf lauschen. Ich will dann da sitzen, dann mach so. Und wenn es ganz ruhig ist, wissen Sie, was ich dann manchmal mache? Dann pupse ich laut. Will ich was? Ja. Ich sitze dann da und dann mache ich so. Und dann fange ich selber an zu kichern. Dann lache ich mich schlapp. Und ich glaube, das ist mein Ziel. Mein Leben ist ein Pups. Ganz wichtig, nehmen Sie sich nicht zu ernst, aber bleiben Sie wichtig. Dankeschön.
Boah, war schon witzig. Übrigens, davon gibt es noch mehr, wenn Sie das hier abonnieren. Also, drücken. Ich muss mal aufs Klo.